DM15 Channel. Infokanal Bezirksmuseum Rudolfsheim 5 aus. Herzlich willkommen zu unserem dritten Online-Vortrag. Mein Name ist Brigitte Neichel, ich bin die ehrenamtliche Leiterin des Bezirksmuseums im 15. Bezirk Rudolfsheim 5 Haus. Und hinter mir sehen Sie auch das Büro des Bezirksmuseums. Die Museen sperren ja derzeit wieder nach und nach auf, das gilt aber nicht für die Bezirksmuseen. Die sind erst wieder ab September geöffnet. Warum ist das so? Da in den Bezirksmuseen hauptsächlich ältere Menschen tätig sind, die selbst zur Risikogruppe gehören, bleiben die eben noch gesperrt. Das trifft zwar jetzt nicht auf unser Bezirksmuseum zu, weil wir hauptsächlich jüngere Leute als Mitarbeiterinnen haben, aber natürlich gilt die Regelung auch für uns. Und wir versuchen ja schon seit längerem und jetzt seit der Corona-Krise verstärkt, unser virtuelles Standbein auszubauen. Und heute findet schon unser dritter Online-Vortrag statt. Anregungen, aber auch Lob lesen wir sehr gerne auf unseren Social-Media-Kanälen oder auch unter office@wm15.at. wm15.at. Nun zu unserem heutigen Gast. Erhard Kwoika ist Historiker und Politikwissenschaftler, hat in Wien, München und Cambridge studiert. Forschung und Lehre hat er an der Universität Wien, in Saarbrücken, in Prag und in Salzburg absolviert. Er war Kurator von Ausstellungen und ist aktuell Fachreferent für Politik an den Wiener Volkshochschulen. Vielen Dank an dieser Stelle an dich, Erhard, dass du dich so spontan bereit erklärt hast, auf die Online-Variante umzusteigen. Und vielen Dank auch an Sie, unsere heutigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, für Ihr Interesse. Ich hoffe, dass wir Sie auch weiterhin als Gäste bei unseren Veranstaltungen, ob online oder vor Ort, begrüßen dürfen. Übrigens sind wir in der Rosinergasse 4 im 15. Bezirk in der Nähe vom Westbahnhof. Schauen Sie dazu gerne auch auf unsere Webseite www.museum15.at/Veranstaltungen. Und nun, genug der Vorrede, ich übergebe das Wort an Erhard Kwoika und freue mich auf einen spannenden Vortrag und eine anregende Diskussion. Wie Sie sehen, sitzt er bei uns im Bezirksmuseum. Wir haben das beide beschlossen, dass es doch netter ist, wenn wir schon online sein müssen derzeit, dass wir zumindest im Museum sind, dass Sie auch ein bisschen was vom Museum sehen. Ihre Beiträge können Sie, wie gesagt, im Chat eingeben und der Vortragende wird dann gerne darauf Bezug nehmen, beziehungsweise wollen wir ja in eine Diskussion kommen. Dankeschön. Ich übergebe das Wort an dich, Erhard. Ja, vielen Dank. Herzlichen Dank, liebe Brigitte. Vielen Dank für die Einladung heute zum Museumstag. Ich freue mich sehr, an diesem Abend hier im Bezirksmuseum 15, Rudolfsheim 5 Haus, sein zu dürfen. Auch in Zeiten des virtuellen Miteinanders ist es möglich, wir haben, wie die Brigitte das kurz angesprochen hat, hier im Bezirksmuseum zu sein. Das wartet schon auf Sie, euch alle, dass ihr Anfang September dann wieder die Räumlichkeiten des Bezirksmuseums besuchen könnt. Es ist ein Museum für diejenigen, die noch nicht hier waren, das sich unbedingt lohnt, einmal anzuschauen, also vor allem für diejenigen, die in Wien und Umgebung leben und die Möglichkeit haben, hierher zu kommen. Ihr seht ein bisschen was vom Museum im Hintergrund. Die Räumlichkeiten sind natürlich deutlich größer.
Im Moment ist eine Ausstellung über Kino-Varieté im Museum, die, soweit ich es weiß, dann auch noch im Herbst weiter da sein wird. Also das Museum freut sich sehr, wenn es dann wieder reale Präsenzbesucherinnen haben kann. Zum heutigen Vortrag und zu unserer dann hoffentlich bald einsetzenden Diskussion ein paar Dinge, die ich vorausschicken möchte. Es geht, wie sollte es anders sein in Zeiten wie diesen, es geht darum, was erwartet uns für eine Art von Gesellschaft nach der sogenannten Corona-Krise? Nennen wir es jetzt mal so, wir werden schauen, ob es dann in den Geschichtsbüchern wirklich als Corona-Krise verzeichnet wird oder unter einem anderen Namen. Aber jetzt im Frühjahr 2020 läuft es mal unter diesem Stichwort. Ich schicke ein paar Sachen voraus. Was ich auf keinen Fall machen möchte und wo ich denke, dazu sind wir auch nicht wirklich die Geeigneten, ist, dass ich hier sozusagen medizinische Themen in die Breite ziehen möchte. Wir sind alle keine Mediziner, Medizinerinnen, wir sind keine Fachleute auf dem Gebiet. Mir geht es mit dem heutigen Vortrag und mit der heutigen Diskussion darum, dass wir uns mal Gedanken machen, in welcher Art von Gesellschaft werden wir möglicherweise in den nächsten 2, 3, aber vielleicht auch 5 oder 10 Jahren leben. Also welche Spuren wird dieses doch sehr einschneidende Ereignis möglicherweise haben auf unseren Alltag, auf unsere Gesellschaft, die wir alle in unserem Alltag dann spüren werden. Und ich habe dazu ein paar Gedankensplitter gesammelt, ganz bewusst sozusagen als damit wir ja nicht, wir können jetzt nicht in eine Glaskugel hineinschauen, wie wird die Zukunft werden, sondern man kann sich in dem Fall ein bisschen die Vergangenheit anschauen und schauen, was hat es für Perioden, für Abschnitte gegeben, in denen vielleicht Vergleichbares passiert ist und wo kommen wir dort unter Umständen in leicht veränderter Form wieder hin. Ich gebe euch jetzt kurz mal, ich hoffe, das funktioniert auch technisch, den Bildschirm frei. Seht ihr beide das, was ich da an Themen? Ja. Also ich habe 4, 5 Themen, die ich ein bisschen mit kurzen Gedankensplittern anreißen möchte, mir für heute vorbereitet. Das eine ist Sozialkontakte, Körperkontakte. Das ist ein Punkt, der vor allem letzterer, der gar nicht so häufig diskutiert wird, aber davon werden wir sicher viel merken in Zukunft. Der zweite Punkt ist Mobilität generell. Von Seiten der Psychologie gibt es jetzt erste Erkenntnisse von Fachleuten. Politik ist ein allgemeiner Punkt. Ich denke, dort werden wir früher oder später auch im Rahmen der Diskussion wahrscheinlich landen und Wirtschaft sowieso. Ich fange aber mal mit den auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen Randthemen an und bleibe daher bewusst bei den Sozialkontakten, bei den Körperkontakten. Was wir alle, die wir uns jetzt in Zeiten der nennen wir es wieder Corona-Krise, auf der Straße oder in Verkehrsmitteln bewegen, merken, ist, dass wir uns oft auch unbewusst körperlich anders verhalten als sonst. Wenn man auf der Straße geht, auf dem Gehsteig, man sieht, dass die Leute einen Bogen umeinander machen, man sieht, dass die Leute wirklich den Abstand einhalten, man sieht, dass die Leute, wenn sie, sagen wir, in die U-Bahn einsteigen und merken, oh, da sind schon viele Leute, wo kann ich mich hinstellen, wo kann ich mich hinsetzen, dass ich möglichst weit weg von den anderen bin, sogar oft mehr als der eine Meter. Das ist jetzt einmal die sozusagen die akute Phase. Die wird sich wahrscheinlich wieder einspielen. Was aber tatsächlich, und das sieht man auch in der Öffentlichkeit dann ganz deutlich, was sich gerade in unser Unterbewusstsein sehr stark einbrennt, ist der Punkt, wie werden wir mit Körperkontakten in der Öffentlichkeit in Zukunft überhaupt umgehen? Und da ist mir vor kurzem, als ich selbst auf einem Bahnhof war, eine Geschichte, die ich als Jugendlicher erlebt habe, wo meine Großmutter, die in den 1900er Jahren geboren ist, dabei war, war entweder Ende der 70er oder Anfang der 80er Jahre. Wir haben meinen Vater von einer Dienstreise abgeholt und da sind ganz viele Leute am Westbahnhof aus dem Zug ausgestiegen. Und viele haben sich begrüßt, sind sich um den Hals gefallen, in die Arme gefallen, haben sich zum Teil abgebusselt. Und meine Großmutter, also die damals schon um die 80 war, hat das ein bisschen wehmütig beobachtet und hat gesagt, das ist aber toll hier. Ich glaube, sie war schon relativ lang nicht mehr auf einem Bahnsteig. Das ist aber toll, wie die Menschen sich hier begrüßen, wie sie sich um den Hals fallen, wie sie sich umarmen. Das hätte ich in meiner Jugend auch gern gehabt. Das hätte es in den 20er Jahren auf einem Bahnhof nicht gegeben.
da hätte man sich bestenfalls die Hand geben können. Aber so wie das jetzt ist, also wie sich die Leute hier wirklich umarmen, um den Hals fallen, abbuseln, das ist doch schön. Also sie hat sich da noch was gesehnt, was sie so nicht erlebt hat. Aber ich habe dem damals gar nicht so viel Aufmerksamkeit gewidmet. War damals im Gymnasium, soweit ich mich erinnern kann. Und die Szene, also die Aussage meiner Großmutter ist mir jetzt wieder eingefallen, als ich gesehen habe, wie sich die Leute heute auf Bahnsteigen, auf Bahnhöfen verhalten. Nämlich so oder offensichtlich so ähnlich, wie es meine Großmutter aus ihrer Kindheit, Jugend, jungen Erwachsenenalterzeit vor Augen hatte und sehr überrascht war, als sie es im fortgeschrittenen Alter dann völlig anders gesehen hat. Das heißt, und wenn ich mit offenen Augen heute auf der Straße gehe, dann sehe ich, hier macht diese Distanzaufforderung sehr, sehr viel mit uns. Die Leute machen wirklich Bögen umeinander. Eine der Grundformen des körperlichen Kontakts, die in unserer Gesellschaft üblich sind, nämlich dass Leute, die sich begrüßen, sich sehr förmlich die Hand geben, ist im Moment ein absolutes Tabu geworden. Wir werden einmal schauen, das ist eine jahrhundertealte Sache, dass man sich die Hand gibt bei der Begrüßung in unserer Kultur. Wir werden mal schauen, wie lange das ein Tabu bleibt. Heißt nicht, dass es nicht die nächsten Jahrzehnte ein Tabu bleiben kann. Solche Dinge, wenn sie sich mal einbrennen als nicht sinnvoll, nicht notwendig, gehen sehr schnell. Genauso wie es umgekehrt sehr schnell gegangen ist, dass in den 60ern und 70ern der Körperkontakt in der Öffentlichkeit, also nicht das Handgeben alleine, sondern auch das Arm in Arm gehen, das sich umarmen, Händchen halten, durchaus auch in der Öffentlichkeit Zärtlichkeiten austauschen, auch mit Kindern zum Beispiel, zwischen Kindern und Eltern. Das wäre noch in der Zwischenkriegszeit nicht wirklich als angemessen erschienen. Das ist sehr schnell gegangen. In den 60er und 70er Jahren war dieser enge Körperkontakt plötzlich da. Den haben viele alte Menschen damals zum Teil auch kritisiert, haben die Jugendlichen vor allem oder jüngere Menschen dafür kritisiert. Aber seit damals hat sich das durchgesetzt. Seit damals haben wir eine Gesellschaft, die sich körperlich immer mehr, was ihren engen Kontakt auch in der Öffentlichkeit betrifft, emanzipiert. Das ist jetzt mit einem Mal abgeschnitten worden und es wird aus meiner Sicht, also in dem Fall wirklich auch aus der Sicht des Sozialhistorikers spannend, wie sich das verändert. Weil hier ist eine sozusagen eine vor wenigen Jahrzehnten aufgeknackte, jahrhundertealte Körperdistanzkultur jetzt innerhalb von wenigen Wochen wieder eingeführt worden. Und es gibt auch viele andere Dinge im Alltag, die uns genau dorthin führen. Zum Beispiel die Plastikschirme, die wir in verschiedenen Dienstleistungsbetrieben sehen. Ob das jetzt beim Supermarkt, bei der Kasse ist oder in der Apotheke oder in anderen Geschäften. Wir haben jetzt überall Wände zwischen uns, auch wenn sie transparent sind. Auch das macht natürlich etwas mit uns. Wir sehen hier unterbewusst psychologisch Achtung Abstand, Achtung Körperabstand und Distanz. Oder auch kleine Bodenmarkierungen sind, an die wir uns halten müssen. Das heißt, die Körperkontaktrevolution der 60er und 70er, man könnte ein bisschen salopp sagen, auch wenn es nicht ganz stimmt, aber es ist sozusagen eine 1968er Geschichte, dass der Körperkontakt so eng wurde, wie er in den letzten Jahrzehnten war. Solche Festivals wie Woodstock haben das quasi mit sich gebracht, dass die Menschen wirklich nah beieinander waren und das auch zelebrieren konnten und damit kein Problem mehr hatten. Das ist jetzt wirklich gekappt und ich denke mir, das wird eine der Sachen sein, die wahrscheinlich relativ lang dauert, auch wenn viele von uns so aufgewachsen sind und das internalisiert haben. Das wird lange dauern, bis wir wieder dorthin kommen, wo wir sozusagen vor 50, 60 Jahren einmal kurz hingekommen sind. Das ist eine Sache, mit der sich im Moment noch weniger auseinandersetzen. Ich bin sicher, Sozial- und Kulturhistorikerinnen werden sich bald einmal damit auseinandersetzen, weil es offensichtlich ist. Wenige Menschen sprechen das eigentlich an, wenn sie heute auf der Straße unterwegs sind und dann mit anderen drüber reden. Das ist ein Punkt, der relativ wenigen auffällt. Mir ist es sehr schnell aufgefallen, weil, wie gesagt, ich einerseits dieses Erlebnis mit der Großmutter, aber andererseits auch meine Kenntnisse als Sozialhistoriker, wie war Körperkontakt im 19., im 20. Jahrhundert in historischen Epochen, sehr, sehr distanziert. Wir rutschen gerade wieder dort hinein. Ich bin gespannt, wie lange es dauert, je nachdem auch, wie die Maßnahmen, die Vorschriften sein werden, ob wir da jemals wieder zurückkommen zum Zeitpunkt Ende des 20., Anfang des 21. Jahrhunderts oder ob wir da wieder dauerhaft sozusagen in die historische Zeit, die den Körperabstand in der Öffentlichkeit zur ungeschriebenen Regel erklärt, zurückrutschen.
Das ist einmal der erste von diesen 5 Punkten. Ich weiß nicht, wollt ihr, ich kann mir vorstellen, es ist vielleicht sinnvoll, jetzt gar nicht alle durchzugehen, sondern durchaus auch gleich einmal, wir sind eine kleinere Gruppe, gleich einmal auch Beiträge von eurer Seite dazu, über die wir diskutieren können, zu bringen. Ja, fällt euch was dazu ein? Gibt es Dinge, die euch spontan einfallen? Also mir ist das auch aufgefallen. Ich meine, ich komme aus einer Kultur, wo man sich husselt und umarmt und beim Begrüßen und zumindest, wenn es jetzt förmlich ist, im Geschäft die Hand gibt. Und das ist schon etwas, wo man manchmal, das kann man nicht ausgleichen, wenn man sich die Hand gibt. Das ist ja auch wie beschnuppern, wie sehen, ist der auf meiner Seite, ne? Was ist das für ein Händedruck, was ist das für eine Umarmung? Und das fällt natürlich jetzt alles weg. Ja, das ist schon schwer, das irgendwo auszugleichen oder da einen Ersatz dafür zu finden. Und auch der Abstand natürlich, das, was du beschrieben hast, auch in den U-Bahnen, man geht auf Abstand, also es ist ja so, als wie wenn einem die Haare zu Berge stehen. Ne? Das ist ja auch so, dass man gleich sagt, ne, die Stacheln stehen zu Berge, die Haare stehen auf Abwehr, und das, denke ich, das macht schon etwas mit einem. Und die Frage ist, wo wird es uns dahin bringen? Kriegt man dann irgendwo ein Misstrauen gegenüber jedem? Oder normalisiert sich das irgendwo wieder? Das ist genau der Punkt, dass ich mir nicht sicher bin. Also ich meine, die ursprüngliche, diese Kontaktlosigkeit, diese Körperkontaktlosigkeit, die wir erste Hälfte 20. Jahrhundert, aber auch 19. bis 18. Jahrhundert in der Öffentlichkeit haben, ist getragen von einem starken Misstrauen. Hier war klar in der Öffentlichkeit, aber in gewissem Maße, also durchaus im Familienkreis, auch im Privaten, sind enge körperliche Kontakte zwischen Partnern, aber auch zwischen Eltern und Kindern, grundsätzlich mit einem starken Tabu behaftet. Und das hat natürlich auch indirekt und unterbewusst Misstrauen und Vorsicht mit sich gebracht. Viele Menschen, ältere Menschen, die im 20. Jahrhundert noch gelebt haben, die Generation ist gerade weggestorben oder stirbt gerade weg, die sagt, ja, so ein enges Verhältnis, wie heute Eltern zu ihren Kindern haben oder Partner zueinander, so ein enges Verhältnis hatten wir früher zueinander nicht. Das war nicht so emotional. Das ist sehr allgemein gesprochen. Was sie damit aber auch meinen, ist jetzt nicht nur die verbale Kommunikation oder solche Dinge, sondern insbesondere auch der Körperkontakt. Dass Eltern zum Beispiel ihre Kinder auf den Schoß nehmen, mit ihnen spielen, mit ihnen dabei Körperkontakt haben, das ist eine Sache, die ist noch gar nicht so alt. Die ist in unserer Kulturgeschichte vielleicht gerade mal 50, 60, 70 Jahre alt, auch zu Hause. In klassischen bürgerlichen Regeln entsprechend hatte eigentlich ein Kind dem Vater auch zu Hause am Mittagstisch vielleicht die Hand zu reichen und sich dann gefälligst auf den Platz zu setzen zum Tisch. Das war das klassische Verhalten. Das wäre für Corona heute eh nicht okay, weil die Hand geben geht schon mal nicht. Bin gespannt, wie das künftige Eltern mit ihren Kindern dann einüben. Ja, mir darf man sozusagen die Hand geben als Elternteil, aber in der Öffentlichkeit niemanden mehr. Das wird für Kinder sicher sehr verwirrend. Aber wie gesagt, was der älteren Generation, die das 20. Jahrhundert durchlebt haben, aufgefallen ist, gesagt haben, war der Kontakt, das Verhältnis zu meinen Eltern, meinen Großeltern, war so viel weniger innig im Vergleich zu dem, was ich jetzt als alter Mensch zu den 1980ern, 1990ern noch mitbekomme. Und da machen wir gerade wie eine Zeitreise in der Geschichte zurück. Und ich bin gespannt, es kommt natürlich darauf an, weil es gibt im Moment ja noch niemanden, es gibt ja noch keine Kleinkindergeneration, die damit aufgewachsen ist. Die ersten sind die, die jetzt in den Kindergarten kommen und dort Distanz einüben. Die werden sich möglicherweise, wenn das Ganze ein bisschen länger dauert, auch wirklich schwer tun, wieder so eng auf Kontakt zu gehen. Kommt auch immer dann darauf an, wie es zu Hause im Elternhaus ist. Aber ich denke, wir haben hier definitiv eine Körperkontakt-Revolution. Ich sage jetzt bewusst nicht das Wort Rückschritt, weil das ist negativ. Ich will es gar nicht bewerten, ich will es mal nur beschreiben. Und dann sagen wir, wir rutschen in etwas zurück, was es früher gegeben hat und was früher ganz bewusst deswegen so war, weil damit Distanz vermittelt werden sollte. Das soll es heute auch.
ganz bewusst. Es wird uns ja gesagt, wir sollen Distanz halten, aus anderem Grund. Nicht, weil das unhöflich ist oder weil sich das nicht gehört, sondern aus gesundheitlichen Gründen. Der Effekt ist aber der gleiche. Wir sollen nicht in engen Körperkontakt treten und wenn, dann sollen wir das schon gar nicht in der Öffentlichkeit zeigen. Ja, Brigitte, du darfst ruhig auch mitdiskutieren, obwohl du, was heißt obwohl, auch wenn du Moderatorin bist. Aber ich denke, so in der Gruppe, in der wir sind, jeder Gedankensplitter, jede Überlegung, die uns dazu einfällt, macht die Diskussion lebendiger. Ich finde, das sind interessante Gedanken. Hört ihr mich eh? Ja. Wir hören dich gut, ja. So habe ich das noch nicht überlegt, dass das, wenn das jetzt doch eine Weile lang andauert, dann gibt es Kinder, die jetzt halt gerade so in der Phase sind, wo sie mehr in die Welt quasi hinausgehen und sie lernen ganz was Seltsames kennen. Ich habe auch so ein Erlebnis gehabt, da war ein Vater mit seiner Tochter, glaube ich, die ist mit dem Roller gefahren und ich bin daran, also bei ihnen vorbeigegangen und er hat gesagt, Abstand halten. Und das Kind hat gesagt, ja, mache ich eh. Und er hat gesagt, ja, ich weiß. Also das finde ich genau das, was du gesagt hast, dass die Kinder das jetzt so mitkriegen und wenn das, selbst wenn das nur ein paar Monate dauert, das brennt sich auf jeden Fall in den Köpfen ein. Und das wird ja dann nicht von einem Tag am anderen wieder total anders sein. So habe ich das noch nicht überlegt. Ja? Die Kinder sehen ja auch, wenn die Kinder heute sehen, wie sehr sich die Erwachsenen in der Öffentlichkeit aus dem Weg gehen, dann verinnerlichen sie das als Normalität. Genauso wie sie früher, also Kinder vor 10 Jahren oder was heißt vor 10 Jahren, vor 3 Jahren, gesehen haben, dass Erwachsene Arm in Arm oder Händchen haltend oder sonst irgendwie mit ihren Kindern in engen Kontakt in der Öffentlichkeit gehen. Die Bilder, die ein Kind, ein kleineres Kind vor allem, das es auf der Straße sieht und wenn es sieht, alle verhalten sich so oder praktisch alle verhalten sich so, das prägt sich ja für dieses Kind als Normalität ein. Und das ist, so wie du sagst, Brigitte, das ist die Kinder, die jetzt sozusagen bewusst die jetzt ihre Sozialisationsphase haben und zum ersten Mal so richtig in die Öffentlichkeit gehen, auch auf der Straße, die erleben das so. Die erleben eine Abstandhaltung, wie wir sie in Filmen, die in den 1900er Jahren oder den allerersten in den 1890er Jahren, schaut euch einmal, wenn ihr diese Filmschnipsel, die es aus der Zeit noch gibt, schaut euch an, wie großen Abstand die Leute miteinander halten. Schaut euch an, da gibt es ja einige aus Wien, da kann man sich das anschauen und mit heute, oder eben nicht mehr mit heute, aber mit vor kurzem noch anschauen. Du kannst auch sehen, wie da Paare unterwegs sind. Ja, selbst die haben einen halben Meter Abstand. Also das ist eine körperliche Abstandsgesellschaft gewesen. Und das haben damalige Kinder natürlich reproduziert, weil das haben sie von Anfang an so mitgekriegt. Das hat man dann gar nicht einbläuen müssen, sondern das war klar. Sie haben das nur so gesehen und haben sich dann entsprechend auch so verhalten als nächste Generation. Es hat, wie gesagt, dieser umgekehrten Revolution Ende der 60er, Anfang der 80er bedurft, um das wirklich zu kippen. Und da haben Massenveranstaltungen, Musikkonzerte etc. eine große Rolle gespielt, wo man sozusagen das gemeinsame große Gesamtkörpererlebnis hatte und wo dann den Leuten auch klar war, aha, das geht auch. Und das haben dann wieder Leute miterlebt und haben es vorgelebt. Plötzlich sah man Pärchen, die Hand in Hand gehen auf der Straße oder Arm in Arm. Also das, was heutige Kinder mitkriegen. Und wie gesagt, wird spannend, wie lang dauert es. Wie lang halten sich die Leute dran? Man könnte ja jetzt fast optimistisch sein und sagen, ja, die heutigen Kinder vielleicht nicht, aber jeder, der unseren Herrn Bundeskanzler vor kurzem im kleinen Walsertal gesehen hat, müsste sich eigentlich keine Sorgen machen. Und denkt, naja gut, wenn er selber an das Ganze nicht glaubt, was er uns vorschreibt, ja, warum sollen wir dann? Noch sehe ich keine Reaktion, also dass sich jetzt Wien wieder anders verhält als in den letzten Wochen. Aber wird tatsächlich interessant sein, wie glaubhaft bringen das unsere Autoritäten rüber, dass das notwendig ist. Wenn sie es vorleben, im wahrsten Sinne des Wortes, wird das seinen Eindruck gerade auf Kinder, aber auch auf uns alle, nicht verfehlen. Also ich habe mich auch schon dabei erwischt, dass ich irrational zum Beispiel einem Baum, einem schlicht und einfach einem Baum, der ungefähr 30 Meter vor meinem Hauseingang steht, dass ich um den einen Riesenbogen mache.
das war plötzlich in mir drin. Das wäre so, wie wenn das ein Mensch gewesen wäre. Aber es war völlig unsinnig, diesen Baum auszuweichen. Aber ausweichen, möglichst nirgendwo anstreifen, um das salopp wienerisch zu sagen, das geht uns gerade ins Unterbewusstsein, ohne dass uns das oft rational bewusst ist. Oder die vielen Bilder, da haben eh schon viele Leute was dazu gesagt. Man sieht ja den einzelnen Personen Auto fahren, im Auto sitzend und sie hat eine Maske. Das ist natürlich völlig sinnlos im Sinne der Maßnahmen, weil die Person trägt ja wahrscheinlich zu Hause im Wohnzimmer, wenn sie allein ist, oder auch mit Familienmitgliedern auch keine Maske. Aber im Auto ist es noch unsinniger. Aber man denkt dann nicht mehr darüber nach. Es sind Dinge, die machen wir einfach, weil wir sie vorgelebt kriegen, weil uns erklärt wird, das ist so. Also wie gesagt, den Baum ausweichen, wo ich nachher den Kopf über mich schütteln musste, man dachte, das geht aber schnell. Und ich bin jemand, der noch versucht, der reflektiert, was tue ich eigentlich, warum tue ich, was tun die anderen, dass sich das genau anschaut, aber ich weiche jetzt schon Bäumen aus. Also ich bin gespannt, wie das in Zukunft wird. Also das ist was, wo ich sage, das kann man also von Alltagserfahrungen, die jeder macht, bis hin zu, da kann man Sozialgeschichte dazu schreiben, weil dazu gibt es Bücher, die Körperkontakt im Laufe der Jahrhunderte, vor allem in der Öffentlichkeit, beschreiben. Und das, denke ich, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der im Moment noch gar nicht wirklich, vor allem für die Kinder, die jetzt aufwachsen, der noch gar nicht wirklich berücksichtigt wird. In ein paar Jahren wird es dann auf uns zukommen, das ist klar. Die heutigen 3-, 4-, 5-Jährigen werden noch im hohen Alter sagen, auch wenn sich die Entwicklung anders entwickeln sollte, kann mich noch erinnern, als ich ein Kind war, durfte man das nicht. Und sie werden sich an die Körperdistanz erinnern. Mit Sicherheit. So wie sich meine Oma damals erinnert hat, wie ich ein Kind oder eine Jugendliche war, hätte man das nicht tun dürfen, sich so eng umschlungen, um den Hals zu fallen am Bahnsteig. Solche Erinnerungen bleiben stark und sie bleiben zurück. Ja, wenn es euch recht ist, also, oder gibt es von eurer Seite noch Anmerkungen dazu? Sonst würde ich zum nächsten Punkt gehen. Ich gehe nochmal kurz, wenn ihr wollt, auf den Überblick. Mobilität. Das finde ich ist insofern ein recht spannender Punkt. Wir haben hier mittlerweile, wir haben eine Mobilität, die sich im Moment in einer für unsere Generation und für unsere in Mittel- und Westeuropa liegende Gesellschaft sehr seltsam darstellt. Es geht gar nicht nur darum, dass wir nicht außer Haus gehen sollen, sondern es geht ja letztlich auch darum, dass wir im Moment eigentlich nicht sagen können, mir ist jetzt danach, oder es fängt gerade wieder an, aber es war in längster Zeit nicht so und es wird möglicherweise auch noch länger nicht so sein. Ich setze mich jetzt einfach ins Auto, in den Zug, in was auch immer und fahre nach München, nicht um dort Freunde zu besuchen, sondern um dort mal spazieren zu gehen. Das hätte ich durchaus vor ein paar Monaten noch tun können. Das wird im Moment schwierig. Heute werde ich wahrscheinlich nicht über die Grenze kommen. Vielleicht komme ich in einem Monat wieder über die Grenze, werden wir sehen. Aber jedenfalls, wir haben durchaus sozusagen eine Situation, in der wir das Gefühl haben, und auch wenn es nur abstrakt ist, wir sind aber innerhalb unserer Landesgrenzen eingesperrt. Und das ist auch de facto so im Augenblick. Ohne triftigen Grund darf man die Landesgrenzen nicht überschreiten. Und zwar innerhalb aller europäischen Länder oder vieler Länder auf der Welt. Das ist eine Momentaufnahme. Auf die Dauer wird es spannend, wie sieht es mit der Infrastruktur des Reisens aus und was wird dann noch möglich sein? Welche Verkehrsmittel werden, wenn die Grenzen, und davon können wir im Moment schon wieder ausgehen, dann wieder offen sind, welche Verkehrsmittel werden uns dann noch zur Verfügung stehen? Und wer wird sich leisten können, mit ihnen zu reisen? Und ebenfalls nicht unwichtiger Punkt, wenn ich jetzt zu einem bestimmten Ort, da bleiben wir jetzt mal in Europa, wenn wir sagen, ich fahre jetzt nach Paris, ich war dort noch nie, ich kenne dort niemanden, aber ich möchte gerne mal Paris sehen, dann wird sich für mich nicht nur die Frage stellen, wie komme ich hin, mit welchem Verkehrsmittel, sondern auch, wo übernachte ich? Üblicherweise hätte ich früher gesagt, automatisch in einem möglichst günstigen Hotel, das möglichst zentral liegt, aber auch nicht zu viel kostet. Das wird spannend, ob genau diese Hotels, die es natürlich in jeder Stadt oder auch in anderen kleineren Orten gibt,
wie viele von denen die Zeit jetzt überhaupt überleben werden und ob nicht vielleicht nur die 4- oder 5-Sterne-Hotels übrig bleiben, die weiterhin auch ihre Gäste haben können. Und wie sehr das dann auf die Mobilität, und da sollten wir eins dabei nicht vergessen, Mobilität und Reisen können hat auch immer etwas mit Horizonterweiterung und Erfahrung zu tun. Wie weit wir diese Erfahrung, diese Horizonterweiterung, die wir als Reisende machen konnten im Laufe unseres Lebens, wie sehr wir die noch machen werden können, einfach weil die Infrastruktur womöglich gar nicht mehr da ist. Nach Paris fliegen muss man nicht unbedingt, man kann wirklich mit dem Nachtzug fahren, aber wahrscheinlich, möglicherweise wird man es sich auch gar nicht mehr leisten können, mit dem Flugzeug zu fliegen. Wir wissen nicht mehr, wie viele Fluglinien es in Kürze geben wird, also vielleicht fällt das aus. Gut, ist jetzt nicht die Katastrophe, ist für die Umwelt ohne dies nicht optimal. Aber die Frage ist, wie viele Züge, wie viele Zugsgesellschaften wird es geben, die das überleben? Und was werden Zugtickets von Wien nach Paris in Zukunft kosten? Die sind jetzt schon nicht wahnsinnig billig. Das ist eigentlich einer der Gründe, auch warum die Leute alle fliegen, weil das Fliegen viel zu billig ist. Jetzt werden sie wieder auf Bahnfahrten zurückgeworfen, wenn wir mal von innerhalb Europas reden, und werden merken, hoppla, so viel Zeit habe ich gar nicht, dass ich da jetzt wirklich tagelang quer durch Europa fahre. Exakt. Und außerdem ist das wahnsinnig teuer. Ich muss mir Urlaub nehmen, so viel Urlaub habe ich nicht. Ich wollte eigentlich nur über ein Wochenende hin. Die Fahrt kostet mich pro Person, weil sie wird möglicherweise teurer werden, je weniger Züge fahren. Die Fahrt kostet mich pro Person 400-500 €. Da kann ich schon gar nicht mal zu zweit oder zu dritt fahren. Und dann dort muss ich in einem 5-Sterne-Hotel übernachten, weil andere gibt es nicht mehr. Heißt, für Durchschnittsbürgerinnen und Bürger wird Reisen eine kompliziertere Sache. Wir reden jetzt gar nicht davon, dass die Leute weniger Geld haben als früher. Sie brauchen nur genauso viel Geld zu haben wie jetzt. Reisen wird trotzdem im Verhältnis zu ihrem Einkommen teurer werden. Und das ist etwas, das, wie gesagt, Reisen ist immer Horizonterweiterung, Erfahrungserweiterung, fremde Länder, fremde Kulturen kennenlernen, fremde Städte besuchen. Das war etwas, das sozusagen auch zur Demokratisierung unserer Gesellschaft beigetragen hat. Denn noch unsere Großeltern konnten nicht so leicht reisen, wenn sie wollten. Nicht, weil es die Möglichkeiten nicht gegeben hätte, sondern weil es einfach zu teuer war. Auch noch, und da komme ich wieder auf meine Großelterngeneration zurück, die Vorstellung zu sagen, puh, ich setze mich in den Zug und fahre von Wien nach Hamburg. Ja, das ist für uns und wird es möglicherweise eine Zeit lang auch noch sein, finanziell machbar. Wenn ich meine Großeltern gefragt hätte, na, wie war das, um 1910, 1920 sich in den Zug nach Hamburg zu setzen, hätten gesagt, das hätten wirklich nur Gutverdiener sich leisten können, das war einfach zu teuer. Kein Mensch, also sozusagen der breiten Masse in Wien, hätte sich einfach ein Ticket kaufen können und den Zug nach Hamburg setzen. Das war außerhalb jeglicher finanzieller Möglichkeit. Aber wie gesagt, das, also die Mobilität wird noch eine Sache, die spannend wird aus verschiedenen Sachen. Welche Infrastruktur haben wir, welche Möglichkeiten haben wir und wie schnell kommen wir aus dieser jetzigen Situation der geschlossenen Grenzen wieder raus? Ich habe kürzlich mit einem Bekannten von mir, der aus Deutschland stammt, aber aus der ehemaligen DDR, also der in Magdeburg geboren und aufgewachsen ist und vor ein paar Jahren nach Wien zugewandert ist, so ungefähr so alt wie ich, also Anfang 50, und der auch gesagt hat, das ist komisch, er hat es ein bisschen grinsend gesagt, aber er hat gemeint, irgendwie fühle ich mich jetzt gerade wieder wie in der DDR. Ja. Ich kann aus diesem Land zwar bewegen, im Großen und Ganzen, auch nicht so leicht wie früher, aber ich kann aus diesem Land nicht raus. Ich bin schon wieder mal in den Grenzen meines Landes eingesperrt. Wenn ich raus will, muss ich alle möglichen bürokratischen Wege durchlaufen. Warum ich? Und wenn ich zurückkomme, dann ist die Frage, komme ich überhaupt noch zurück? Lassen mich die rein? Was passiert dann mit mir? Also er hat das sehr locker genommen, weil er davon ausgegangen ist, das bleibt ja nicht so. Aber er hat gesagt, er hat so eine Art Déjà-vu. Er fühlt sich im Moment, und er hat es locker genommen, er hat gesagt, er fühlt sich eigentlich wieder so, wie er als Jugendlicher und junger Erwachsener sich in der DDR gefühlt hat. Das war Normalzustand, er kannte es ja nicht anders. Und kaum, dass die Grenzen zu waren, hat er gesagt, ja, bin wieder da. Bin sozusagen wieder daheim, unter Anführungszeichen. Das ist die eine Geschichte. Die andere ist eben die, wie wird Mobilität, auch wenn die Grenzen, davon können wir ausgehen, wir beobachten es ja gerade, wieder offen sein werden, wie wird Mobilität und für wen wird welche Art von Mobilität überhaupt noch leistbar sein. So, das war jetzt einmal der Input, der Gedankensplitter dazu.
bitte um eure, warte, ich schalte das mal wieder weg. Bitte um eure Gedanken, Fragen, Anregungen zu dem Thema, Überlegungen. Ja, das ist schon ein bisschen ein Horrorszenario, das du da zeichnest. Ich sehe, also ich weiß es natürlich auch nicht, aber ich sehe es eigentlich nicht so negativ, dass sich das so stark auswirken wird und unsere Mobilität so stark eingeschränkt bleibt auf längere Sicht und das Bahnfahren so teuer wird. Also ich kann mir das eigentlich nicht so wirklich vorstellen. Das mit dem Flug, mit dem Fliegen, ja, okay. Das kann schon sein, dass das eben entsprechend teuer wird, so wie es eigentlich sein sollte, wenn man es richtig kalkuliert. Aber wir haben ja vorher auch schon gesprochen, ich glaube nicht, dass das mit der Bahn so eintritt, weil ja die Leute, also weil auch die Bahngesellschaft darauf angewiesen ist, dass viele Leute fahren. Die können das nicht so verteuern, dass dann keiner mehr fahren kann, dass das ein Luxusgeschäft wird, eine Luxusbeschäftigung. Im Flugzeug können Sie es? Da kann ich mir es vorstellen. Also das finde ich auch jetzt persönlich auch nicht so schlimm, weil ich finde, dass viel zu viel geflogen wurde bis jetzt und viel zu viel unnötig geflogen wurde. Aber Bahnfahren, das will ich auch nicht. Wahrscheinlich ist es auch ein Wunschgedanke. Ich will nicht, dass das eingeschränkt wird oder so teuer wird, dass man, also ich finde es ja jetzt schon teuer eigentlich. Ja, ja. Genau. Es ist aber, wie gesagt, es ist nicht nur dieser eine Aspekt, sozusagen mit welchem Transportmittel, sondern ich habe sie in meinem Gedankensplitter bewusst gebracht. Sag mir irgendeine Stadt, in der du noch nicht warst und in der du, in Europa jetzt mal, wo man auch mit der Bahn hinfahren kann, in der du nicht warst und in der du noch niemanden kennst. Und wo du aber gerne mal hinfahren möchtest noch. Und nach London würde ich gerne mal, aber das wäre schon jetzt sehr schwierig für mich gewesen, weil ich ja nicht fliege. Gut, da kann man ja mit der Bahn fahren. Mit der Fähre, ja. Aber das ist schon sehr kompliziert und auch teuer. Aber mit dem Eurotunnel könntest du mittlerweile auch mit der Bahn fahren. Aber du kennst niemanden in London. Du warst wahrscheinlich noch, also soweit ich es mitgekriegt habe, noch nicht in London. Du wirst rein technisch auch zukünftig nach London mit der Bahn wahrscheinlich fahren können, auch wenn es teuer ist und sehr lang dauert. Das ist dann nochmal die Frage, wie viel Zeit brauchst du, um überhaupt hinzukommen. Der Hauptpunkt aber, du kennst dort niemand. Wo wirst du in London wohnen? London ist, was Hotels betrifft, jetzt schon teuer gewesen. London hat unglaublich viele Hotels. London hat im Vergleich auf seine Bevölkerungszahl noch mehr Hotels als Wien. London ist einer der Hotspots in Europa, was Übernachtungen von Touristen betrifft. Genau in dem Ausmaß, in dem das der Fall ist, knicken dort gerade die Hotels ein, insbesondere die billigen. Wie viele von den Londoner Hotels, die wir uns leisten können, das überleben werden, werden wir in 1, 2, 3 Jahren wissen. Das heißt, du musst nicht nur mit dem Zug nach London kommen, das wird schon noch gehen. Auch wenn es ein Monatsgehalt kostet, das wird schon irgendwie möglich sein. Aber du musst ja dort irgendwo wohnen. Wenn du dort jemanden kennst, wunderbar, bei dem kannst du vielleicht wohnen. Wenn du dort niemanden kennst, musst du irgendwie schauen, dass du eine Unterkunft, die du dir leisten kannst, kriegst. Und wie gesagt, da knirscht gerade unsere Reise, unsere Tourismusinfrastruktur extrem. Das sind Sachen, die muss man sich anschauen. Also da hängt es einem mit dem anderen zusammen. Wenn viele Leute reisen können, werden auch viele Hotels überleben. Wenn nur mehr wenige Leute reisen können, werden in allen großen Städten viele Hotels eingehen. Ganz normal. Und das wird einen Dominoeffekt kriegen, denn je weniger Hotels es irgendwo gibt, die man sich leisten kann, desto weniger Leute werden dann an diese Orte fahren. Wenn ich weiß, ich kann in London nur im 5-Stern-Hotel wohnen, das ich mir nicht leisten kann, ja, dann kann ich 100-mal mit der Bahn hinfahren, dann kann ich leider nicht hinfahren, weil das ist dann, muss ich 3 Jahre sparen dafür, dass ich nach London fahre. Aber kann nicht auch sein, wenn wir sind ja jetzt alle vernetzt, weil du gesagt hast, man kennt niemanden dort, aber man kann sich ja kennenlernen, auch wenn man sich noch nicht persönlich kennt.
Also das vielleicht ist ja das etwas, was dann einen Aufschwung erlebt. Dass es dann irgendwelche Organisationen, Gruppen gibt, wo man sich eben sozusagen, gibt es ja jetzt auch schon teilweise, wo man dann einfach privat auf Gegenseitigkeit will. Genau. Das ist eine Sache, da komme ich zu meinem Bekannten aus der ehemaligen DDR zurück, der sagt, naja, das war ja sogar in Wirklichkeit noch schlimmer, denn ich konnte ja von Magdeburg nicht einfach nach Dresden fahren und mich dort in ein Hotel einmieten. So einfach war das in der DDR nicht. Aber wenn ich privat jemanden in Dresden gekannt habe, bei dem ich übernachten konnte, musste ich zwar das auch melden, aber in der Regel ist das durchgegangen. Also wenn ich jetzt nicht gerade im Visier der Stasi war, warum ich von Magdeburg nach Dresden fahre und so weiter. Aber da war ich dann quasi de facto schon in der Stadt eingesperrt. Aber das war eine Möglichkeit. Aber natürlich gab es auch in Ostblock-Zeiten in Dresden Hotels. Aber als normaler DDR-Bürger konntest du, erstens waren es sehr wenige, und als normaler DDR-Bürger konntest du dich dort nicht so einfach einmieten. Die waren jetzt gar nicht mal so teuer. Es ging um die bürokratischen Hürden in dem Fall, was wieder was anderes ist. Die wird es natürlich so bei uns nicht geben. Aber die Möglichkeit zu sagen, ich setze mich in Magdeburg in den Zug und fahre jetzt nach Dresden und schaue mir das 3 Tage lang an, die hattest du in der DDR nicht, weil die Möglichkeit, in den Zug durftest du dich schon eher setzen, aber zu sagen, ich möchte mich dort in einem Hotel einmieten, war schon nicht so einfach möglich. Aus anderen Gründen. Aber wie gesagt, in dem Augenblick, in dem die Anzahl der Hotels abnimmt, wirst du deine Reiseziele darauf konzentrieren müssen, wo du Leute kennst. Das, wenn ich sage, ich kenne jemanden in London, dann wird es mir relativ leicht fallen und sagen, okay, wenn der genügend Platz hat und mich dort übernachten lässt, wird es funktionieren. Wenn ich in London niemanden kenne, kann es in Zukunft teuer werden. Ja, es könnte auch möglich sein, dass die Leute so wie Airbnb ihre Wohnungen zur Verfügung stellen. Vielleicht günstiger, weil sie selber gerade irgendwo anders sind. Das könnte uns ungewollt auch wieder einen Aufschwung bescheren. Mhm. Interessant wird es natürlich auch, was passiert eigentlich mit den ganzen Leuten, die zuwandern. Wie wird sich das entwickeln? Nimmt das ab? Nimmt es zu? Ich habe heute gehört, zum Arbeiten darf man die Grenzen verlassen, muss man aber auch Nachweise bringen. Das sind auch wiederum bürokratische Hürden und das könnte auch Auswirkungen haben. Ich meine, das wird zumindest innerhalb der EU, weil sich diese Gesetzeslage definitiv nicht ändern wird, weil auch die Wirtschaft natürlich daran interessiert ist, dass die Arbeitskräfte mobil bleiben innerhalb Europas. Aber wenn jetzt, sagen wir mal, jemand aus Kroatien nach Wien übersiedelt, weil er hier einen guten Arbeitsplatz hat, die Möglichkeit immer wieder mal, solange vielleicht die Familie noch in Zagreb ist oder irgendwo anders in einem kleineren Dorf, dann wird es noch schwieriger. Das wird nicht mehr ganz so leicht sein. Es wird mit Sicherheit nicht mehr so leicht sein, sich in Zukunft Autos zu leisten, denn die Autoproduktion geht extrem zurück. Finde ich jetzt umweltmäßig auch nicht wahnsinnig schlecht. Es wird mit Sicherheit mit weniger Autos gefahren werden, aber ein Auto wird in etwa das kosten, was es in der Zwischenkriegszeit gekostet hat und das konnten sich nur wenige leisten. Das heißt, die Hürde zu sagen, okay, ich wohne in einem Dorf bei Zagreb und fahre jetzt nach Wien und habe dort meinen neuen Lebensmittelpunkt und hole dann meine Familie nach oder zumindest kann ich vielleicht meine Eltern dort immer wieder mal besuchen, die heute kein Problem ist, weil ich sage, ich setze mich entweder in den Zug oder ich fahre mit dem Auto. Das wird schon eine Geldfrage werden. Das wird, weil da brauche ich gar kein Hotel, es ist klar, dass ich dann bei meiner Familie wohne oder die bei mir, aber das wird schon viel, viel mehr Geld kosten, denn entweder brauche ich ein Auto. Wer von uns hat hier ein Auto? Wir sind eine kleine Runde, ich habe keins. Ich habe auch keins. Brigitte, du hast auch keins, soweit ich weiß. Ich schätze nicht, dass wir in den nächsten Jahren in der Lage sein werden oder auch uns auf die Idee kommen, eins zu kaufen. Also ich würde mir keins kaufen. Wenn jemand, wie gesagt, mobil ist und Migrant, Migrantin ist, die Mobilität an die Herkunftsorte zurück, das wird schwierig. So wie viele Menschen, die jetzt in Wien leben, Wien ist und bleibt und eine multikulturelle Stadt. Aber viele Menschen sagen natürlich, sie fahren auch immer wieder gerne an ihre Herkunftsorte zurück, weil sie dort Familie, Freunde, Bekannte haben.
Das wird schwieriger werden und das kann natürlich unter Umständen die Migration ein bisschen behindern. Also das ist eine Sache, die auch noch eine Rolle spielen wird, wo sich in dem Fall die EU was überlegen wird müssen, weil sie will ja, dass die Menschen mobil sind innerhalb Europas. Und das ist ja auch einer der Aspekte, der bei den meisten Menschen, was verbindet man mit der EU Positives? Die Reisefreiheit, die Möglichkeit in anderen EU-Ländern als Inländer zu arbeiten und so weiter. Ja, wenn das Ganze so weit entfernt ist und man die Mobilität nicht mehr in dem Ausmaß hat wie bisher, wird das auch die Bereitschaft, mobiler zu werden für den Arbeitsplatz, mit Sicherheit senken. Weil du vorhin gesagt hast, Horrorszenarien, Brigitte. Naja, Horrorszenarien sind das alle nicht. Ich bewerte das gar nicht. Ich schaue mir nur an, sozusagen, was sind Möglichkeiten im Vergleich, also nicht ausgehend davon, dass ich sage, ich habe da die Kristallkugel, in die schaue ich rein und dort sehe ich die Zukunft, sondern ich brauche mir nur anschauen, wie war das vor 100 Jahren, vor 120 Jahren. Ihr wisst alle, vor 100 oder 120 Jahren noch sind ganz viele Leute aus der Habsburger Monarchie nach Wien gezogen als Arbeitskräfte. Die waren oft gar nicht so weit entfernt von Wien, wo die herkamen. Ob das jetzt irgendwo in Mähren oder in Mittelböhmen oder in Ungarn oder in der Slowakei waren, wo die herkamen, das sind Entfernungen, die fahren wir heute mit dem Auto in 2 Stunden. Wenn die heim wollten, also sozusagen heim an ihre Ursprungsorte oder die Familie besuchen, dann war das eine Tagesreise mit der Bahn, die erstens wahnsinnig viel Zeit und sehr viel Geld gekostet hat. Die Migrantinnen und Migranten, die in der Donaumonarchie nach Wien gezogen sind, wo man sich heute denkt, naja, die kamen aus einem Dorf nördlich von Brünn. Ja, das ist als Tagesausflug ging das nicht. Alleine wie viel eine Bahnfahrt nach Brünn gekostet hat und wie lange sie gedauert hat, und dann noch in das Dorf zu fahren, nördlich von Brünn, wo die Familie eigentlich gewohnt hat, das haben die oft jahrelang nicht gekonnt. Heute gibt es Leute, die pendeln von Brünn nach Wien. Diese Mobilität, wenn die Infrastruktur nicht mehr da sein wird, die wird schwieriger. Und wir sehen es ja jetzt, wenn Erntehelfer fehlen und die müssen durch Korridorzüge eingeführt werden oder mit Flugzeugen eingeflogen werden. Man sieht ja, wie schnell hier eine Mobilität, die sich entwickelt hat, auch wieder kippen kann. Und wie sehr man diese Infrastruktur, also wie fragil diese Infrastruktur eigentlich ist und wie sehr wir uns daran gewöhnt haben, dass Orte, die quasi, die noch vor 80 Jahren 10 Stunden entfernt waren, für uns heute 2 Stunden entfernt sind. Wir werden mal sehen, wie sich die Mobilität, also die Möglichkeit zur Mobilität entwickeln werden. Ob Reisen noch etwas Erschwingliches sein wird, ich weiß es nicht, ich stelle es mal dahin, kann sagen, treffen wir uns in 5 Jahren wieder und reden wir drüber. Aber ich denke, man braucht sich in dem Fall wirklich nur die Geschichte anschauen. Mobilität war eine unglaubliche Sache. Wenn jemand nach Amerika ausgewandert ist, dann hat er sein ganzes Vermögen für irgendein Schiffsticket hinlegen können und der konnte sein Leben lang nicht mehr zurück. Der hatte in der Regel nicht das Geld, um jemals wieder sein Herkunftsland in Europa zu besuchen. Wenn heute jemand nach Amerika auswandert, was jetzt nicht mehr so viele tun aus Europa, aber manche tun es noch, naja, dann nahm das nächste Flugzeug und flog wieder dorthin, wo er aus Europa kam. Wie gesagt, hier brauchen wir in der Geschichte gar nicht so weit zurückzuschauen und merken, wie Mobilität früher war und wie sie heute, also wir befinden uns wirklich in verschiedenster Hinsicht in einer Zeitreise. Wir befinden uns in einer Reise zurück, in der wir erleben können, wir haben unsere Großeltern, Urgroßeltern gelebt und wie fühlt es sich an, wenn man nicht reisen kann oder es sich möglicherweise auch gar nicht leisten kann über größere Distanzen. Vielleicht wird es auch nicht dauerhaft als Zustand bleiben, aber es war mit Sicherheit lehrreich auch für uns, wenn wir das mal gesehen haben. Grenzen zu, keine Infrastruktur da. Ich kann gerne nach München fahren, wenn dort die Hotels noch nicht offen haben. Die werden wieder aufsperren, aber keine Frage, wie viele davon werden überleben. Also es ist in vieler Hinsicht, ob es jetzt der Körperkontakt ist, die Reisemöglichkeit. Wir machen gerade eine wirkliche Fahrt durch die Zeitmaschine. Und das ist uns in dem Sinn natürlich nicht wirklich bewusst. Und bestenfalls, wenn wir uns an die Erinnerungen, Erzählungen, Eltern, Großeltern erinnern,
heutige Kinder werden damit wieder aufwachsen, möglicherweise, dass es nicht so leicht ist, selbst innerhalb Europas zu reisen. Im Moment können wir nur eine Momentaufnahme machen und sagen, womit ist die Situation, die wir gerade erleben, vergleichbar? Und das führt uns sehr, sehr schnell in historische Epochen zurück, wo wir sagen, das ist eigentlich das und das und das. Das ist 1930, das ist 1900, das ist also je nachdem, welchen Aspekt wir aufgreifen. Wenn es euch recht ist oder wenn es von eurer Seite keine zusätzlichen Ideen mehr gibt, dann leite ich zum Punkt, den ich als nächstes gehabt hätte, nämlich Psychologie. Da wollte ich eigentlich nur eine Sache bringen, die mich sehr auch überrascht hat. Ich habe vor kurzem in einer Boulevardzeitschrift eigentlich ein Interview mit einer Psychologin gelesen, Psychologin und Psychotherapeutin, die Menschen betreut oder neue Klienten bekommen hat, die jetzt mit diesen Zuständen in unserer Gesellschaft schwer zu kämpfen haben, denen es nicht gut geht damit und so weiter. Psychische Gesundheit wird sicher ein Thema werden. Und die gesagt hat, wenn sie ihr Lehrbuchwissen hernimmt, dann sieht sie bei denen Syndromelemente, die Menschen haben, die sozusagen von einem Gesellschaftssystem ins andere ausgewandert sind. Und hat da wieder, zufällig war eine deutsche Psychotherapeutin, eine deutsche Boulevardzeitung, und gesagt, das konnte man in Lehrbüchern schon in den 60er und 70er Jahren finden, wenn jemand aus der DDR ausreisen durfte und in die BRD endgültig übersiedeln oder sogar rausgeworfen wurde. Na, der hat sich dort natürlich nicht so wahnsinnig schnell adaptieren können, denn die Gesellschaft war ja völlig anders, als er sie gewohnt war. Und viele von denen sind auch damals schon zumindest für ein paar Monate in Psychotherapie gelandet, was jetzt nichts Schlimmes ist. Aber das wurde durchaus damals auch von den Fachleuten beschrieben. Und welche Schwierigkeiten hatten die, in dieses andere Gesellschaftssystem hinüberzuwandern? Weil die einfachsten Dinge einfach nicht mehr so waren. Westdeutschland hat einfach ganz anders funktioniert. Es war nicht nur so, dass dort eben vieles erlaubt war, sondern du musstest dich halt in einem neuen Gesellschaftssystem auch wirklich anders verhalten als in deinem bisherigen. Und genau solche Syndrome, also solche psychischen Schwierigkeiten, sich zu adaptieren, auf die treffen heute Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten bei ihren Klienten, die wegen Corona zu ihnen kommen, immer mehr und sagen, hoppla, das ist ja, die sind ja von hier, die sind hier geboren, hier aufgewachsen, leben hier und jetzt zeigen die auf einmal Symptome, als wären sie aus einem anderen Gesellschaftssystem rausgeworfen und in ein neues reingeschmissen worden. Also eine sehr, sehr spannende Sache, hätte ich so, wenn ich es nicht gelesen hätte, als Interview mit der Psychotherapeutin, als Idee auch nicht überlegt. Aber wir sind vor allem für Leute, denen es insgesamt vielleicht auch mit ihrer Existenz hier noch auch davor schon nicht so toll gegangen ist, die haben hier feinfühligere Antennen. Und die merken, hoppla, wir sind gerade dabei, einen Gesellschaftssystemwandel zu durchmachen. Oder zumindest fühlt es sich für die so an. Denn die Therapeuten, zu denen die gehen, die sagen, hey, das steht ja im Lehrbuch. Das ist ja, wie wenn der aus einem anderen Gesellschaftssystem zugewandert wäre. Dabei hat er hier gelebt. Also das ist eine psychologische Sache, bin ich gespannt, wie weit das dann, das wird sicherlich auch im Laufe der Zeit noch zunehmen, das ist jetzt gerade erst am Beginn, aber wie weit das eine Sache sein wird, die als Phänomen, als, weiß ich nicht, ich habe mittlerweile schon ein paar Mal das Schlagwort Generation Corona. Das müssen ja nicht nur die Kinder sein, die jetzt aufwachsen, die Generation Corona, das sind wir alle, das sind wir, die wir es mitmachen. Und die wir in irgendeiner Weise damit konfrontiert sind. Wir alle sind die Generation Corona und einige von uns tun sich schwerer damit, in die, wie unsere Politiker so schön sagen, in die neue Normalität hinüberzugehen und zeigen dann Symptome, als wären sie quasi irgendwo rausgeflogen aus dem Nest und in ein anderes System reingeworfen. Ja, wenn man sich anschaut, wie unser System im Moment tickt, kein Wunder. Denn das, was wir jetzt im Moment als Gesellschaftssystem haben, das ist nicht das, was die Leute
die in Europa groß geworden sind, erlebt haben. So sind wir nicht sozialisiert worden, wie wir jetzt leben. Also tun wir uns schwer damit. Anmerkungen von eurer Seite, weitere Überlegungen dazu, Fragen? Ich kann mir vorstellen, dass ein Problem auch daran ist, dass niemand weiß, wie lange dauert denn diese Situation. Wenn ich weiß, es ist befristet, dann kann ich sagen, gut, Scrollzle im Kalender und danach wieder zurück. Aber dieses Unbestimmte, das merke ich an mir auch. Das ist etwas, wo man nicht weiß, übe ich das auf Unbestimmtes ein und wenn es dann weg ist, mache ich es trotzdem noch. Nein. Das ist so etwas Ähnliches wie Leute, die in anderen Gesellschaftssystemen gelebt haben, immer wieder berichten. Ich komme immer wieder in dem Fall, weil es aus Deutschland schon sehr viel Literatur gibt. Hier sind die Expertinnen und Experten intensiver unterwegs. Wenn jetzt zum Beispiel Menschen, die aus der DDR emigriert sind in den Westen, gesagt haben, ja, unser Hauptproblem war, wir wussten ja nicht, dass das aufhört. Wenn wir gewusst hätten, sagen wir Anfang der 80er Jahre, dass das 1989 alles zusammenkippt, hätten wir uns psychisch ganz anders gefühlt, als wenn wir hatten ja den Eindruck, das wird unser Leben lang so sein, das wird nicht aufhören. Oder auch Menschen, die zum Beispiel im Nationalsozialismus bedroht waren, die manchmal tatsächlich die Frage gekriegt haben, naja, das war sicher furchtbar schlimm und ihr habt das U-Boot gelebt und überlebt, aber gar nicht schlecht gemeint, wenn die dann als Zeitzeugen in Schulklassen unterwegs waren und die ja eigentlich wirklich nicht bös gemeinten Fragen von den Schülern kriegen, naja, aber es waren ja eigentlich nur 3-4 Jahre, in denen ihr so gelebt habt. Ja, aber das konnten die ja nicht. Die antworten dann, ja, aber das konnten wir ja nicht wissen, das hätte ja ewig dauern können. Wir wussten ja nicht, dass das 1945 zu Ende ist. Hätte ja unser ganzes Leben dauern können und dann wären wir irgendwann geschnappt worden. Das heißt, das ist ein ganz wichtiger Aspekt für Menschen, die in solchen, ich sag's mal, Ausnahmezustand, Gesellschaftssystemen leben, dass sie ja nicht wissen, wie lange das dauert. Und wir das heute auch. Wir können das heute schon wieder mal ein bisschen Zeitmaschine. Wir können heute mal nachvollziehen, wie fühlt sich das an, Ausnahmezustand. Und nicht zu sagen, ja, das endet am 15. März 2021, damit könnten wir gut. Selbst wenn das noch relativ lang ist, da könnte sich jeder darauf einstellen und sich einen Plan machen, was mache ich bis dahin und so weiter. Aber wir haben ja keine Ahnung. Wir haben überhaupt keine Ahnung. Und so ging es eben Menschen in der Geschichte auch, wenn sie in Gesellschaftssystemen waren, wo sie unter Druck standen. Sie hatten keine Ahnung, hört das überhaupt mal auf? Und wenn ja, wann? Also das ist insofern auch eine sehr, in verschiedenster Hinsicht, eine sehr, sehr lehrreiche Erfahrung, die wir machen. Ich meine nicht, dass das alles, was lehrreich ist, angenehm ist, aber es ist tatsächlich, es schärft unser Verständnis für viele Dinge, die vielleicht für uns, was auch die Zeitgeschichte betrifft und verschiedene Zustände, schwer nachvollziehbar waren. Jetzt können wir es persönlich ein bisschen leichter nachvollziehen, denke ich. Aber Brigitte, du bist jetzt sichtbar und ich glaube auch hörbar und jetzt kannst du nachholen, was du sagen wolltest. Ja, na, was ich mir schon öfter überlegt habe, ist, dass wir jetzt eine Situation haben, wo nicht nur ein Land oder ein Kontinent etwas gemeinsam hat, sondern wirklich die ganze Welt gleichzeitig. Sowas, glaube ich, gab es noch nie. Und das wird uns auf lange Sicht, egal, wie du sagst, ob kurz oder lang, das wird uns auf lange Sicht alle prägen. Es werden dann Filme kommen, es werden Bücher geschrieben werden, es werden Untersuchungen gemacht werden an den Universitäten und man wird immer wieder, selbst wenn das dann eben mal vorbei ist, wird man sagen, ja, weißt noch, wie das war 2020. Und da werden aber alle, die zu der Zeit gelebt haben, werden zustimmen können. Das ist nicht was, was man jemandem erzählt und der war halt in einem anderen Land oder auf einem anderen Kontinent und sagt, aha, so war das bei euch, sondern wir haben das alle zur selben Zeit das Gleiche erlebt. Und das ist, so schlimm es auch ist, irgendwie für mich auch faszinierend, weil das eine einmalige Sache ist.
wo wir noch nicht wissen, wie sich das alles auswirken wird. Dann, es ist, das habe ich quasi im letzten Punkt Wirtschaft und Politik auch schon ein bisschen, also insofern würde ich, wenn es dir recht ist, Brigitte, das gleich mal aufgreifen. Das Spannende an der jetzigen Situation ist, dass wir hier in dem Fall mal etwas haben, wo wir gar keine historische Zeitreise machen können und auch gar keine Vorbilder dafür haben, was hier passiert. Denn jede noch so schlimme Entwicklung, jedes noch so schlimme Phänomen, jeder noch so schlimme Einschnitt, jedes Ereignis hat bisher in der Weltgeschichte entweder irgendwo regional stattgefunden und je weiter wir zurückschauen, desto mehr hat der Rest der Menschheit das unter Umständen gar nicht mitgekriegt und nicht gewusst, dass das passiert. Oder wenn doch, dann gab es zumindest immer große Teile der Welt, die davon gar nicht oder viel, viel weniger stark betroffen waren. Es wird jetzt immer wieder mal als Beispiel herangezogen, also ich höre es in den letzten 2-3 Wochen verstärkt, naja, nach 1945 haben wir es ja auch geschafft, wieder alles aufzubauen und da lag ja wirklich alles in Schutt und Asche und so weiter. Warum sollen wir das jetzt nicht schaffen? Naja, die Menschen, ich meine, ich verstehe das natürlich zu sagen, natürlich kann man alles wieder aufbauen, wir haben aber tatsächlich, und das ist der Knackpunkt, den du gerade festgemacht hast, Brigitte, wir haben eine erstmalige Situation, die mit nichts in der Geschichte vergleichbar ist. 1945 lag Europa in Trümmern, aber heute tut es das nicht mehr. Und dafür gibt es einen einfachen Grund. 1945 gab es Krieg und nach diesem Krieg gab es Sieger. Und einer der entscheidenden Sieger, der damals mehr oder weniger zur Weltmacht wurde, waren die USA. Die USA waren nicht zerstört. Die USA waren damals wirtschaftlich auf dem Höhepunkt ihrer Macht. Sie hatten so viel Geld, wie sie noch nie hatten. Und sie konnten, natürlich nicht ganz uneigennützig, sie konnten mit Marshallplan und dergleichen Europa relativ schnell wieder aufbauen. Denn sie waren von den Zerstörungen nicht wirklich betroffen. Im Gegenteil, sie haben sogar von der Rüstung für den Krieg profitiert. Sie haben einen Teil ihres Wohlstands durch die Rüstung für den Zweiten Weltkrieg erwirtschaftet und konnten nachher Westeuropa wieder aufbauen. Heute haben heute keinen Krieg, daher haben wir auch keinen Siegerstaat, der als einziger nicht betroffen ist und bei dem dann die Fabriken nicht stillstehen und bei dem die Maßnahmen nicht gesetzt sind, sondern heute machen wirklich global alle Gesellschaften eine sehr ähnliche oder fast gleiche Entwicklung durch. Und das ist eigentlich die erste globale Herausforderung, wo sozusagen niemand steht, der sagt, bei mir hat es nicht stattgefunden, ich kann dem Rest helfen. Das ist egal, ob wir jetzt vom Zweiten Weltkrieg sprechen oder von so einer Sache wie, gehen wir jetzt weit zurück, aber auch da wird in Zukunft ja immer wieder mal dazu, ich glaube, da gibt es sogar an der Wiener Volkshochschule jetzt einen Vortrag darüber, die Pestepidemie, die erste Pest im Jahr 1348, die eigentlich von 1347 bis 1350, also 3 Jahre lang gedauert hat und quer durch Europa gezogen ist, von der Krim bis nach Spanien, Portugal, bis nach Skandinavien. Also 3 Jahre gedauert, bis sie wirklich Stück für Stück durch war. Würde heute natürlich schneller gehen, weil die Mobilität damals nicht so groß war. Trotzdem, von dieser Pestwelle hat schon außerhalb Europas bis auf maximal vielleicht ein paar nordafrikanische Städte, aber die waren damals noch nicht so einbezogen in die Mobilität. Außerhalb Europas hat von dieser Pestwelle niemand was mitgekriegt. Schon in Ostasien, in China, in Japan hat kein Mensch gewusst, und die Leute wussten damals schon, dass es sowas wie Europa gibt, auch wenn sie nur sehr ungenaue Vorstellungen davon hatten. Aber dass es hier Pest gibt, an der zum Teil ein Drittel der Bevölkerung gestorben ist, das wusste natürlich in China oder in Indien oder in Japan damals niemand. Ganz zu schweigen von Amerika, voneinander wussten diese Gesellschaften noch nichts. Das heißt, das ist heute wirklich ich suche nach einem nicht negativen Wort. Ich hätte jetzt bei einer Kollaps gesprochen. Es ist kein wirklicher Kollaps. Es ist vielleicht wirklich eine Krise, aber ich nehme als möglichst neutralen Begriff jetzt mal einfach das Wort
Ereignis. Das ist das erste globale Ereignis in der Weltgeschichte. Das finde ich auch. Und wie wir mit sowas umgehen, dazu haben wir eigentlich keine Vorbilder. Nämlich insofern global, auch die Weltkriege oder zumindest der zweite war global. Hat eigentlich kaum ein Land, gut einzelne nicht, das stimmt auch schon wieder nicht. Schweiz, Schweden, Spanien waren nicht so stark, indirekt waren sie schon auch betroffen, aber manche Regionen der Welt waren nicht betroffen, aber es war was anderes, denn der Zweite Weltkrieg hat nicht alle Regionen der Welt zerstört hinterlassen. Das ist der große Unterschied. Und ja, diese Entwicklung jetzt ist ein globales Ereignis, wieder mal, aber das hinterlässt alle Regionen in einem angeschlagenen Zustand. Und wie man damit umgeht, man könnte jetzt sagen, ja, die Finanzkrise 2008 war auch eine globale Sache. Ja, war sie. Auch schon die Weltwirtschaftskrise 1929 war eine globale Sache, sogar die 1873 war schon eine globale Sache. Aber sie hat, das ist der große Unterschied, und dann bin ich sogar fast schon am Schluss meiner Liste, diese großen Zahlen in der Geschichte, erste Finanzkrise 1873, die längste, die wir schon kennen, weil wir sagen, damit hat der Aufstieg des Nationalsozialismus endgültig begonnen, 1929, oder jetzt unsere letzte 2008, von der wir uns ja in Wirklichkeit noch nicht mal vollständig erholt haben. Ja, das waren Finanzkrisen. Das waren vor allem Börsen- und Bankenkrisen. Das waren in der Regel nur bis zu einem sehr, sehr geringen Ausmaß Krisen der Dienstleistung, der produzierenden Industrie, der Landwirtschaft etc. Diese Bereiche sind kaum oder nur ansatzweise da wirklich hineingerutscht. Es war wirklich eine Finanzkrise, es war eine enorme Bankenkrise, es war eine Staatsschuldenkrise, aber die produzierende Wirtschaft oder die Dienstleistungswirtschaft, also die Hotellerie, die Gastronomie, die Fabriken, die Transportmittel etc., sind 2008 alle nicht annähernd in dem Ausmaß erfasst worden wie heute. Es ist damals gelungen, das Ganze auf die Banken und auf die Börsen mehr oder weniger zu konzentrieren und in diesen Grenzen zu lassen, mit sehr viel Aufwand. Hat funktioniert, hat trotzdem schon ziemliche Auswirkungen gehabt. Heute haben wir das Umgekehrte. Heute sind die kleinen Klamottengeschäfte auf der Mariahilferstraße oder sonstige Sachen, kleine Betriebe, die irgendwas handwerklich erzeugen, die sind betroffen. Und vorläufig noch nicht die Börsen und noch nicht die Banken. Schaut euch mal die Börsenkurse an. Die sind erstaunlich stabil noch, weil die Banken, die Versicherungen, diese gesamte Spekulation im Rahmen derer tagtäglich Millionen gewonnen und vernichtet werden, von der Krise noch nicht wirklich angesteckt wird. Die Banken sind noch nicht in der Pflicht, dass sie das alles auffangen müssen. Das machen im Moment noch die Staaten. Die Versicherungen werden sich auch relativ gut halten können, weil es eigentlich keine Versicherungsfälle sind, die gerade eintreten, weil ein Geschäft in Konkurs geht. Dagegen hat sich niemand versichert. Es kann sich kein Gastronomiebetrieb dagegen versichern, dass er in Konkurs geht, weil er keine Kunden hat. Solche Versicherungen wird keine Versicherung eingegangen sein und daher auch nichts auszahlen müssen. Also dieser Sektor, der 2008 so stark gecrashed ist, der ist im Moment noch nicht mal infiziert. Diesmal kommt es von der anderen Seite. Diesmal kommt es von der Produktion und von der Dienstleistungsseite. Die ist betroffen. Und das war sie in dem Ausmaß und schon gar nicht weltweit überhaupt noch nie in der Geschichte. Und das, da muss ich auch sagen, also jetzt auch aus einer wirtschaftsgeschichtlichen Perspektive, keine Ahnung, wie eine globale Industrie- und Dienstleistungskrise, in der wir gerade stecken, wie man aus der wieder herauskommt. Irgendwie werden wir rauskommen. Ich sehe nur manche Dinge, die mich da in dem Zusammenhang nicht so wahnsinnig freuen, weil wir da ein bisschen Rückschritte machen. Wenn ihr euch erinnert, es ist noch gar nicht so lang her, in den letzten 2, 3, 4 Jahren hat man immer wieder mal gehört, wir müssen endlich weg von dieser Fixierung auf Wirtschaftswachstum. Dass wir sagen, oh, es geht uns schlecht, wir haben dieses Jahr nur 2% Wirtschaftswachstum gehabt, schaut nach China, die haben 8%, wir verlieren den Anschluss. Und dann hat es immer mehr Stimmen gegeben, die gesagt haben,
Moment mal, das ist nicht der Weg, das kann nicht auf die Dauer der Weg sein. Es gibt kein unendliches Wirtschaftswachstum, es gibt auch keine unendlichen Ressourcen auf dem Planeten. Wir müssen von diesem Maßstab, von diesem Kriterium Wirtschaftswachstum weg und nicht sagen, es geht uns dann gut, wenn wir heuer um 2% statt um 1% von der Wirtschaft her gewachsen sind. Das ist eine Chimäre. Die Stimmen haben schon begonnen. Jetzt? Wie weggeblasen. Jetzt reden alle nur mehr darüber, um wie viel wird unsere Wirtschaft heuer einbrechen. Um 8%, um 10%, um 15%, um wie viel wird sie nächstes Jahr im besten Fall wieder wachsen. Das heißt, das Paradigma Wirtschaftswachstum verfestigt sich gerade wieder. Wir waren doch schon viel weiter. Wir waren so weit, dass wir gesagt haben, hoppla, wir wollen eigentlich was anderes messen. Wir wollen nicht messen, was wird mehr produziert und wie sehr muss die Wirtschaft ständig wachsen, immer mehr, immer größer, immer schneller, sondern vielleicht mal qualitativ zu schauen, wie kann sich die Gesellschaft weiterentwickeln. Das ist im Moment völlig vom Tisch. Und in dem Ausmaß, in dem uns auch die Medien und auch die Politik erklärt, ja, unsere Wirtschaft bricht heute und dieses Jahr im zweistelligen Prozentbereich ein. Das gab es entweder überhaupt noch nie oder im Ausmaß von 90 Jahren nicht mehr. Werden alle sagen, na, dann muss wieder Wirtschaftswachstum her. Das heißt, die Überwindung dieses Paradigmas, dass Wirtschaftswachstum die Welt rettet und uns allen ein gutes Leben beschert, wir waren kurz davor, dass das gekippt ist. Vor allem junge Menschen haben das schon sehr stark angezweifelt und gesagt, nein, wir mit Wirtschaftswachstum zerstören wir unseren Planeten. Die Fridays for Future-Bewegung, junge Leute, die ihre Zukunft nicht mehr in einem ständigen Wirtschaftswachstum der Welt gesehen haben, sondern differenzierter, da waren wir schon auf einem Weg. Das ist wie vom Tisch, als hätte das jemand vom Tisch gefegt. Wirtschaftswachstum ist jetzt das, was wir ganz dringend brauchen, weil wir merken, sonst gibt es Arbeitslosigkeit, sonst gibt es Konkurse, sonst wird unser Leben nicht mehr so weitergehen wie bisher. Und der Punkt ist, das stimmt auch. In Wirklichkeit sind wir jetzt an einem Turning Point. Wenn dieses Wirtschaftswachstum in der Form nicht mehr besteht, dann ändert sich die Welt. Eigentlich wollten wir das. Oder viele von uns wollten eigentlich, dass die Welt sich ändert. Denn so toll war vieles in den letzten 10, 20 Jahren auch nicht, was unsere Lebensqualität betrifft. Es hat immer wieder zurecht geheißen, die Zahlen sind allgemein bekannt. Die heutigen jungen Menschen sind die erste Generation, die nicht mehr Wohlstand erreichen werden als ihre Eltern, sondern bestenfalls genauso viel, aber wahrscheinlich weniger. Wir müssen umdenken, wir werden ein anderes System finden müssen. Ja, jetzt machen wir gerade eine Radikalkur durch und es kommt ein anderes System. Es kommt mit Knopfdruck, damit hat natürlich so niemand gerechnet. Aber ja, wir sind dabei, unser Gesellschaftssystem radikal zu verändern. Oder es ist bereits passiert. Deswegen haben wir auch im Untertitel dieses Museumstalks der Startschuss ist gefallen. Der Startschuss ist tatsächlich gefallen. Und diejenigen Leute, die am Anfang so plump gesagt haben, es wird nie wieder sein wie vorher, ja, natürlich ist es in der Geschichte nie so, wie es vorher war. Es ist heute nicht so, wie es 2000 war und es ist 1950 nicht so, wie es 1910 war. Also das ist banal zu behaupten, es wird nie mehr so sein, wie es war. Ja, das war es noch nie. Es hat sich die Geschichte immer weiterentwickelt. Ob unser bisheriges Gesellschafts- und vor allem Wirtschaftssystem, insbesondere auch unser politisches System, jetzt wirklich eine große Zäsur durchmacht und wo die hingeht, das wird jetzt auf der Metaebene. Wir haben sehr viel von Alltagserfahrungen, wie ist das mit Körperkontakt, wie ist das mit so einfachen Dingen wie Reisen und so weiter gesprochen, aber jetzt auf die Metaebene gehoben. Ja, im Moment passiert eigentlich gerade eine Revolution. Wir wissen dann auch nicht, wo sie hingeht. Wir haben sie auch nicht ausgerufen. Insofern ist der Vergleich einer Revolution vielleicht nicht ganz passend. Aber es revolutioniert sich etwas und wir wissen auch noch nicht, wo es hingeht. Das ist dann wieder typisch für Revolutionen. Weiß man in der Regel auch noch nicht, wo sie wirklich genau hinführen. Aber wir befinden uns in der Mitte einer allumfassenden, noch dazu globalen Revolution.
die unser bisheriges System aus den Angeln hebt. Ob wir die weltweit in dem Fall den Wunsch und auch die Bereitschaft haben, daraus was zu machen, das ist eine spannende Frage. Und ich frage euch jetzt mal direkt, wie schätzt ihr das ein? Wenn ihr ganz ehrlich seid, hat die Bevölkerung, reden wir mal von Österreich, reden wir von Europa, den Wunsch, etwas anderes zu machen als bisher? Weil die Möglichkeit bestünde jetzt tatsächlich. Wann, wenn nicht jetzt? So radikal wie jetzt einen noch radikaleren Einschnitt, wenn wir es so schnell nicht mehr erleben. Ist die Bevölkerung bereit, was Neues zu wollen oder zu machen? Ich tue mir das selber schwer mit der Einschätzung. Ich glaube eher nicht, dass die meisten wollen, dass wieder alles so ist, wie es war. Mhm. Weil alles, was anders ist, als es jetzt war, weiß man ja eben nicht. Ist es besser, ist es schlechter? Wie wird es mir dann gehen? Was werde ich haben, was werde ich nicht haben? Das ist Unsicherheit, das hat man normalerweise nicht so gern, in eine unbekannte Zukunft zu gehen. Selbst wenn sie besser wäre oder wenn es nötig wäre, ich glaube eher nicht. Die meisten wollen, dass wieder alles ganz normal ist. Das heißt aber, wir haben uns, ich sage das jetzt ganz provokant, also jetzt nicht, weil ich wirklich provozieren will, sondern weil ich es als Gegenthese aufstelle. Das heißt, wir haben uns mit dem Zustand, in dem wir vorher gelebt haben, gar nicht so schlecht gefühlt. Denn wenn wir dort wieder zurück wollen, dann naja, muss es uns da ja eigentlich... Jetzt, ne? Im Vergleich zu jetzt ist das andere ja, denken Sie nur, so schlecht war das eh gar nicht. Und vor allem hat man sich zumindest nicht ausgekannt damit. Also man hat es gekannt. Das ist richtig, ja. Aber so schlecht, ich meine, jetzt ist die Luft deutlich besser, jetzt ist insgesamt, also die Natur erholt sich in einem Ausmaß und es geht ja unglaublich schnell. Ich werde nie vergessen, diese süßen Bilder, wie die Enten aus dem Stadtpark in der Wollzelle spazieren gehen, weil dort nicht einmal mehr Fußgänger sind. Und wenn keine Menschen da sind, dann kommen die Tiere überall hin. Ja. Und mittlerweile heißt es in Wien, gehen die Wildschweine zum Teil schon in der Lobau oder aus der Lobau in manche Teile des 22. Bezirks. Also die Natur ist relativ stark, sie ist stärker, als wir gedacht haben. Da gibt es Dinge, die hätten wir so schnell und so radikal gar nicht für möglich gehalten. Und vieles haben wir ja noch bis vor 2-3 Jahren sehr kritisiert, zu Recht. Und gesagt, wir haben den Planeten ökologisch ruiniert, wir haben ein komisches Wirtschaftssystem, in dem die einen immer reicher werden und die anderen stagnieren. Wir hatten viele Parteien, die diese Unzufriedenheit aufgegriffen haben und in vielen Ländern der Welt 30, 40% oder mehr bekommen haben an Wählern, unzufriedene Menschen mit dem Zustand, dem Status quo. Also so begeistert können die Menschen doch von dem nicht gewesen sein, was früher war. Und nein, sie waren nicht begeistert, aber sie, wie gesagt, man verharrt auch in Situationen, ich meine jetzt nicht mich, ich rede jetzt quasi von den anderen, oder zum Teil natürlich auch von mir selber. Das ist, glaube ich, in allen drinnen, dass man, auch wenn es nicht so gut ist und unangenehm ist, aber man kennt es, man findet sich zurecht, man hat so seine Schlupfwinkel, man kennt seine Schleichwege und ja, man kann irgendwie damit umgehen. Und bei dem Neuen weiß man eben nicht. Es könnte besser sein, es könnte aber auch schlechter sein. Also bleiben wir lieber bei dem, was wir kennen. Es ist unlogisch, so wie du sagst, ja, man sollte sehen, dass sich jetzt neben den ganzen negativen Dingen auch sehr viele positive Dinge ergeben haben, die wir sehr wohl weiterverfolgen könnten und die für uns alle gut wären. Aber es ist halt dieser Unbekanntheitsfaktor und man weiß nicht so genau. Wir machen es lieber so, wie wir es immer gemacht haben. Glaube ich, dass das Bestreben der meisten ist, dass man wieder, was heißt ja immer, zur Normalität zurückkehren. Das ist ja das, was wir vorher hatten. Also ich denke, es wird auch sehr stark auf die Politiker ankommen. Da sind wir bei dem, was du gesagt hast, Erhard. Lebt die Politik etwas vor? Hat die Politik etwas im Griff? Oder hat sie etwas, was sie gegen uns vielleicht verwendet? Ne?
Und bei dem Thema Wirtschaftswachstum, es gab ja mal in den 40er Jahren im Zweiten Weltkrieg auch das Beispiel von der Stadt Wörgl oder Ortschaft Wörgl, wo man Geld ohne Zinsen eingeführt hat, um die Wirtschaft anzukurbeln, um die Arbeitslosigkeit auch zu reduzieren. Und das ist ja innerhalb eines Jahres auch sehr gut gelungen. Leider haben die Zentralbanken oder Nationalbanken dann gesagt, also das läuft ja so gut, die werden ja alle plötzlich durch die Gesellschaftsschichten immer reicher. Dadurch verteilt sich der Reichtum und die, die wirklich reich sind, haben nichts mehr davon oder haben weniger oder müssen sich mit ihrem Geld mehr engagieren. Das wollen wir nicht und das wurde dann ja ganz schnell beendet. Also Anschauungsmaterial, das funktioniert, haben wir. Aber es nochmal, es wird auf die Politik ankommen, ob die eben sagen, wir tun etwas für die Gesellschaft insgesamt und nehmen das jetzt als Möglichkeit, um aus dieser Krise rauszukommen. Oder sagt man, wir gehen wieder zurück zum Alten. Und dann heißt das in der Tat, diejenigen, die weniger Geld haben, sind eingeschränkt, müssen sich einschränken, können nicht reisen, verlieren ihren Arbeitsplatz, verlieren ihr kleines Geschäft. Und die, die eben bislang Geld hatten, hatten Fabriken, Konzerne, gewinnen und beuten weiter aus. Na, ich denke, wir sind durchaus an der Kippe. Also ich glaube, die entscheidende Zeit jetzt, vielleicht auch noch bis Ende des Jahres oder auch noch nächstes Jahr, ist eine sehr entscheidende. Ich sehe Signale in beide Richtungen. Ich sehe Signale aus einem Großteil der Bevölkerung, der sozusagen wieder dorthin will, wo er war, weil dort konnte man, auch wenn man sich nicht so wohl gefühlt hat, wenigstens orientieren, wie du gesagt hast, beginnt ja das, sozusagen das Übel, das man kennt, dort möchte man wieder hin. Aber ich sehe schon auch erste Anzeichen, wo ich merke, ich weiß nicht, ob die Politik oder die Politikerinnen, die das dann machen, dass es aus Überzeugung machen oder weil sie denken, das kommt gut an, aber das sind interessante Aspekte. Wenn jetzt zum Beispiel die Stadt Wien sagt, wir werden eine Offensive starten und in Solarenergie investieren. Ich weiß nicht, ob ihr es in den Medien gelesen habt, also dass alle möglichen Flächen, die auf Häusern dafür in Frage kommen, in den nächsten Jahren mit Solarenergieflächen geradezu zugepflastert werden. Die Sonne haben wir mittlerweile in unseren Breiten. Und das ist auch ein Arbeitsplatzmotor, ein Wirtschaftsmotor. Aber das ist sozusagen eine ökologischere Wirtschaft. Dann muss ich sagen, hoppla, das wäre so schnell ohne Corona wahrscheinlich nicht gegangen. Und dass die Stadt Wien eine solche radikale, also sagen wir, so ein neues Haus muss überhaupt mal mit Solarzellen ausgerüstet sein. Und auf allen bisherigen möchten wir in ein paar Jahren, also dass mindestens 60-70% der Häuser irgendwo, wo es sinnvoll ist, Solarzellen drauf haben. Und wir wollen, was Strom betrifft, autark sein. Und zwar mit sauberem Strom, denn ja, was Besseres als Solarenergie gibt es in dem Sinn eigentlich fast wirklich nicht. Spannend. Also ich sehe, oder zum Beispiel jetzt auch diese Diskussion, soll der Staat die Auer retten? Ja, nur wenn Umlage, kommt immer wieder, ich weiß zwar nicht, welche gemeint sind, aber kommt immer wieder, nur wenn Umweltauflagen erfüllt werden. Das hätte sich wahrscheinlich bei einer Auerkrise, die ohne Corona, nehmen wir an, die Krise, die Auer wäre vor einem halben Jahr in eine furchtbare Krise geschlittert. Ich glaube nicht, dass die Politik so schnell gefordert hätte, da müssen aber Umweltauflagen erfüllt sein. Ich denke schon, dass das die Ausnahmesituation ist, in der wir uns alle befinden, in der dann auch die Politiker schauen, was kommt bei den Leuten, die insgesamt ja wirklich ein bisschen hin und her gerissen und zum Teil auch verwirrt sind im Moment. Was kommt gut an? Beziehungsweise was kann auch ein Wirtschaftsfaktor sein? Ich weiß jetzt nicht genau, welche Umweltauflagen da auch abverlangt werden und ob das jetzt dann wirklich passiert oder ob das nur auf dem Papier steht. Aber ich meine, wir können es insofern positiv mitnehmen. Die Erfahrung dieser Zeit, ich meine, wir werden diese Zeit sowieso nie vergessen. Vielleicht, weil sie nie endet oder vielleicht, weil sie doch in irgendeiner Form endet, aber uns dann doch sehr geprägt haben wird. Eins haben wir jetzt verstanden. Es gibt diesen Knopf. Viele von uns haben noch vor ein, zwei, drei Jahren gesagt,
wenn ich dieses System, in dem wir leben, mit so viel Ungerechtigkeit global, mit Umweltzerstörung, mit Geschlechterungerechtigkeit, mit sozialer Ungerechtigkeit, wenn ich da nur auf den Knopf drücken könnte und alles gut machen könnte, also die Fee, die mir die drei Wünsche erfüllt oder wie auch immer, so viele Leute hätten das gern getan. Jetzt merken wir, hoppla, es gibt Knöpfe. Es gibt tatsächlich Knöpfe, es war uns so eigentlich nicht bewusst, schon gar nicht global, auf die man drücken kann und alles steht still, im wahrsten Sinn des Wortes. Es haben zwar die Politiker für uns getan, wir haben es nicht selber gemacht. Das ist sicherlich eines der großen Probleme. Denn bei einer Revolution ist es immer so, dass die Menschen, die die Revolution machen, im Moment davon überzeugt sind, dass sie jetzt etwas getan haben, das sie in der Hand hatten und das sie auch wollten. Das jetzt hat man mit uns gemacht. Das verunsichert uns natürlich auch. Trotzdem ist die Erfahrung, es geht. Es wird uns so schnell keiner mehr einreden können, das geht nicht, das geht nicht. Dafür ist kein Geld vorhanden, hierfür ist kein Geld da. Wenn ich mir anschaue, mit welchen Hilfspaketen jetzt durchaus zum Teil natürlich sinnvoll, wer wie unterstützt werden soll, dass hier in den USA 2 Billionen Euro umgerechnet, in der EU, wenn man alle Wirtschaftspakete, keine Ahnung, wie sie dann am Schluss aussehen werden und wie viel es wirklich sind, auf einmal sind da 3,5 Billionen über die Länder hinweg verfügbar. Aha. Und wenn man für irgendwelche Umweltmaßnahmen vor einem Jahr noch dies und jenes gefordert hätte, wäre der Aufschrei gekommen, das kostet ja 50 Millionen, wer soll denn das zahlen? Also wir haben jetzt schon gemerkt, Geld ist da, wenn man will. Am Geld scheitert es nicht. Ich denke, das ist eine Lehre, die sollten wir aus diesem Ereignis wirklich mitnehmen und uns auch nicht mehr für, ich sage das jetzt ganz bewusst, salopp, nicht für blöd verkaufen lassen, dass das nächste Mal, wenn etwas ansteht und wenn wir sagen, die und die Sache ist jetzt notwendig, und sei es zum Beispiel die Integration von Flüchtlingen, wo uns dann eingeredet wurde, na, wenn wir alle diese 20.000, 30.000 jetzt für uns aufnehmen, das kostet uns ja 50 Millionen Euro. Ja und? Es gibt im Moment eigentlich nichts, was so billig ist, dass man es mit 50 Millionen Euro auffangen kann. Die Dinge, die wir im Moment auffangen müssen, kosten jeweils Milliarden. Also mit dem Argument, 20.000 Flüchtlinge kosten uns 50 Millionen, also mit dem kann uns niemand mehr kommen in Zukunft. Wenn wir sagen, 50 Millionen, die habt ihr einfach so aus dem Boden gestampft, als die Krise da war. Warum sollen die plötzlich nicht mehr da sein? Also ich hoffe, dass dieser Erkenntnisprozess, dass man uns immer erklärt hat, dafür ist kein Geld da. Aha, und jetzt doch. Ich hoffe, dass sich der Erkenntnisprozess bei uns allen wirklich einbrennen wird, denn ich denke, das ist eine der entscheidenden Erkenntnisse. Mit Sicherheit hat nicht jedes Unternehmen oder jede Bank unendlich viel Geld, aber mit Staatsschulden, ja, im Prinzip, also solche Regionen wie Europa oder auch durchaus noch die USA, können theoretisch unendlich viel Schulden machen. Das wurde ja von neoliberalen Weisen immer bestritten. Aber theoretisch können, wer will es denn von uns zurückverlangen, wenn wir es nicht mehr bezahlen können? Ja. Letztlich wären wir die Einzigen, die es an uns zurückzahlen müssten. Natürlich kann man dann sagen, man schichtet innerhalb der Gesellschaft um, man baut den Sozialstaat ab, das Gesundheitswesen. Das wird im Moment ein bisschen schwierig, das Gesundheitswesen abzubauen. Dafür werden sich keine Mehrheiten finden. Aber letztendlich, wer, wenn nicht Europa oder auch die USA, kann sagen, okay, wir drucken so viel Geld, wie notwendig ist. Wurde ja auch schon gesagt. Aber wir sollten uns diesen Satz gut merken. Offenbar kann man so viel Geld drucken, wie notwendig ist. Und das sind immense Summen. Also uns jemals noch einreden zu lassen, das und das geht nicht, weil das kann ja niemand zahlen. Also von Staats wegen dann. Die Illusion haben wir hoffentlich verloren. Aber ich hoffe, dass viele Menschen diese Illusion oder die dann gesagt, na gut, wenn der Staat das dient, dann müssen wir uns verschulden. Und tatsächlich, ja, ach so, das kostet 50 Millionen. Ja klar, das müssen wir. Nein, das ist eine Illusion. Ich meine, natürlich kostet es 50 Millionen, aber die haben wir. Wenn jetzt uns Herr Blümel heute erklärt hat, der Topf für die Kurzarbeit wird jetzt von 8 Milliarden auf 12 Milliarden aufgestockt. Schön, wahrscheinlich ist es notwendig. Interessant, dass 4 Milliarden auf einmal so da sind.
Ich wüsste nicht, welches Ereignis oder welche Investition von Staats wegen wir vor ein, zwei Jahren verlangen hätten können, wo ein Finanzminister gesagt hätte, ach, das kostet 4 Milliarden, ja, das machen wir. So in einem Satz. Das sollten wir uns gut merken. Am Geld scheitert es nicht, wie wir sehen. Jetzt hast du uns da platt gemacht mit deinen tollen Worten, weil über das muss ich erst nachdenken, über das alles. Ich habe da jetzt keine Meinung oder auch kein Wissen, aber es gibt viel zum Nachdenken über das, was du jetzt gesagt hast. Danke. Aber das ist ja auch der Zweck vom Museumstag, oder? Dass man rausgeht und nicht alles besser weiß, sondern dass man mit vielen offenen Fragen, zu denen man dann noch selbstständig weiter überlegen kann, rausgeht. Ja. Zumindest habe ich den Museumstag im Bezirksmuseum 15 so verstanden und auch immer wieder so genossen und war immer gerne dabei. Ja, genau. Du hast alles richtig gemacht. Ja, vielen Dank. Hast du noch was, Maurizio? Möchtest du noch was sagen? Ich könnte noch, aber dann sind wir heute Nacht noch am Diskutieren. Aber das geht natürlich in die Richtung. Also wenn eine Politik merkt, wo gerade der Schuh drückt und merkt, eine Bevölkerung braucht diese Möglichkeit, weil es sonst vielleicht soziale Unruhen gibt, dann muss man das Geld in die Hand nehmen. Und ja, es ist, wie ich finde, immer wieder auch eine Frage des Geldsystems und der Verteilung und so weiter. Aber ich glaube, vielleicht bringt uns das auch mal in ein etwas sozialere, gerechtere Dinge. Wir werden sehen. Für uns als Bürger heißt das aber auch wieder, wie du es gesagt hast, er hat diese Dinge einzufordern und auch zu sagen, liebe Politiker, da geht ihr vor die Wand, das geht so nicht. Und ich glaube, da sind wir auch wiederum gefordert. Das haben wir jetzt gelernt. Ja, dann vielen Dank, Erhard, für diesen interessanten Talk. Auch wenn wir jetzt nicht sehr viele waren, aber dadurch sind wir auch mehr zu Wort gekommen. Und wir haben ja quasi diese Anregungen sind ja da. Wir werden ja das auch zur Verfügung stellen. Und vielleicht kommen ja noch Kommentare und Anmerkungen. Oder die Leute schauen sich nur an und lassen sich anregen davon. Also es ist nicht verloren. Deine Worte sind nicht jetzt so in den Äther geworfen und vergrün, sondern die werden konserviert und deine goldenen Worte werden aufbewahrt. Ja. Vielleicht kann man eine E-Mail-Adresse irgendwo hinterlegen, wenn die Leute das nachher sehen, dass sie sagen, mir ist da noch etwas eingefallen. Ja. Und diskutieren vielleicht weiter, wenn du magst. Das wäre schön, ja. Würde ich sehr, sehr begrüßen. Also da bin ich auch sehr gern bereit. Also wenn da Fragen kommen, in welcher Form auch immer, sei es schriftlich oder in der Form oder wenn es dann hoffentlich bald mal geht, auch wieder präsenzmäßig. Also wenn durch die Aufnahme, die jetzt im Bezirksmuseum, auf der Seite des Bezirksmuseums abrufbar ist, noch weitere Fragen kommen. Ja, selbstverständlich würde mich sehr, sehr freuen, darauf eingehen zu können, denn genau das ist ja der Zweck. Wir wollen ja damit, soweit ich es verstanden habe und was mich sehr freut, wir wollen ja damit Diskussionsprozesse in Gang setzen. Und wenn das einen auslöst, dann hat es eigentlich seinen Zweck schon erfüllt und dann freue ich mich sehr darüber, über jede Rückmeldung, die von Leuten kommt, die das jetzt sehen, was wir hier gemacht haben. Dankeschön. Danke, dass ihr alle da wart. Danke an dich, Erhard. Dann schließe ich jetzt den offiziellen Teil und wünsche einen schönen Abend. Einen schönen Abend euch. Alles Gute. Schönen Abend. Dankeschön.